Und wir haben die erste Stimme, Stefan Usdorf, hoffentlich kann ich hören. Ja, Patrick, kann ich. Stefan, ja, zuerst einmal zu einer sehr, sehr kuriosen Situation, muss ich ja sagen. Also ich habe wirklich schon viel gesehen, aber Ryan Stoja und auch Schmölz, negative Schnelltests. Ja. Nach 20 Minuten kam dann eine positive PCR-Test, dann mussten sie natürlich weg. Wie hast du diese ganze Situation bitte aus deiner Sicht aufgenommen? Wahrscheinlich genauso wie du. Völlig überrascht, völlig konfus. Beide sind komplett gesund. Wir haben ganz normal unsere wöchentlichen Tests durchgeführt. Haben dann nochmal alle Spieler heute früh Antigen-Schnelltests gemacht. Die ganze Mannschaft war negativ. Und auf einmal kommt das Labor im ersten Drittel und sagt, die zwei müssen raus. Und dann vor dem Spiel ist uns noch Gregor McLeod ausgefallen. Jetzt sind wir bei 8 Ausfällen und das ist natürlich schwer zu kompensieren. Und kommen wir mal ganz kurz zum Sportlichen. Ich finde, ab dem zweiten Drittel hat man einfach auch gemerkt, die Kraft hat dann deutlich nachgelassen. Dennoch haben deine Ice Tigers nie den Kampf aufgegeben, haben immer aufopferungsvoll gekämpft. Was kann man dennoch Positives aus diesem Spiel herausnehmen? Ich gehe jetzt in die Kabine und schaue. Und wenn sich von den Restlichen keiner mehr verletzt hat, dann ist das relativ positiv. Und gibt es dennoch irgendwas Sportliches aus deiner Sicht auch da mitzunehmen? Weil ich sage mal, grundsätzlich ja, der Wille war ja anzusehen, der Eisteigers. Nein, absolut. Es wäre natürlich, wir haben 5-1 verloren. Da kann ich jetzt sportlich positiv nicht viel zu sagen. Die Mannschaft arbeitet, jeder Einzelne von uns, die heute da sind, die auch jetzt verletzt sind oder so. Ich bin wirklich hochzufrieden mit meiner Truppe. Die Moral stimmt, der Charakter stimmt, der Einsatz stimmt. Und wir spielen auch gutes Eishockey. Wir werden halt immer mal wieder gebeutelt, wie alle anderen auch, mit der jetzigen Situation. Und wie gesagt, wir können halt 8 Ausfälle nicht verkraften augenblicklich. Und du spielst jeden zweiten Tag. Es ist unglaublich schwer. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, uns ein bisschen zu erholen, sodass wir hoffentlich am Freitag einigermaßen normal wieder in das Spiel gehen können. Und du sagst es ja, es geht jetzt auch überhaupt, ob man überhaupt spielen kann, weil in Sachen Quarantäne hin oder her, das weiß man dann wahrscheinlich erst morgen mehr. Du, wie gesagt, das waren die ersten zwei. Ich meine, wir haben, wie gesagt, alle Tests sind im Labor gewesen, die zwei kamen jetzt zurück. Ob es mehr werden, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Da warte ich mal wieder auf morgen früh und lass mich überraschen. Stefan, vielen Dank fürs Interview und alles Gute. Danke dir, Patrick. So viel Stefan Usdorf zu dieser Partie und